Sind die Farben auf den Bildern des James-Webb-Teleskops eigentlich echt oder ist das alles Fake? Ich erkläre dir das. Ich bin Niklas und du schaust die Mindblown University. Das James-Webb-Teleskop macht Fotos mit einem Infrarotsensor. Infrarotlicht ist unsichtbar für uns Menschen, denn es liegt außerhalb des für uns sichtbaren Farbspektrums. Und es nutzt diesen Sensor, da es so Dinge aufnehmen kann, die ansonsten viel zu weit weg oder viel zu dunkel wären, um sie mit Licht aus dem normalen Spektrum aufzunehmen. In diesem Bild sehen wir die Rohdaten einer solchen Aufnahme. Sie erscheinen grau für uns. Um dieses Bild in etwas zu konvertieren, was für unsere Augen etwas mehr Sinn ergibt, haben Forschende nun jeder Wellenlänge eine eigene Farbe zugewiesen. Und dabei sind sie so vorgegangen, wie wir das auch sonst kennen. Kürzere Wellen werden blau, längere Wellen werden rot. Und das Endprodukt sieht dann so aus. Das heißt, nein, die Bilder vom James-Webb-Teleskop haben keine echten Farben. Also sind die fake? Naja, nicht wirklich. Stell dir das James-Webb-Teleskop einfach vor wie eine Brille. Eine Technologie, mit der wir Dinge sehen könnten, die wir ohne sie gar nicht sehen würden. Wenn du jeden Tag etwas Neues lernen möchtest, dann mach jetzt das Herz rot und folg mir.